Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu meiner Top 15 des Jahres 2013. Ich stelle euch jetzt die Top 15 Games 2013 vor, die in meiner Liste gelandet sind. Ja, ein bisschen verspätet natürlich, wir haben jetzt schon Mitte Januar, aber was soll's, das vergeht ja nicht. Und bevor wir richtig anfangen, ein, zwei Sachen sind zu erwähnen. Als erstes, ich mache das Ganze nur in Podcast-Form, das heißt, ihr könnt euch das gerne anhören, nebenbei vielleicht ein Game zocken, was auf der Liste ist oder was weiß ich, was ihr da macht, futtert was oder was weiß ich. Auf jeden Fall hört gespannt zu, denn ich habe natürlich ein bisschen was zu sagen zu den Spielen. Und ich wurde ja so oft jetzt, was heißt so oft, aber ich wurde schon öfters jetzt angefragt, ob ich das denn nicht doch noch mache und es wäre doch so cool und es wäre so geil, weil es sowieso immer super ist, nein Spaß, aber ja, ich wurde das ein oder andere Mal angesprochen und ich hatte es sowieso vor und ja, jetzt ist es gekommen. Die zweite Sache, ganz wichtig, das ist meine Top 15, das heißt, es kommen nicht irgendwie Spiele rein automatisch, nur weil sie der breiten Masse gefallen oder so. Klar sind ein, zwei Spiele dabei, die auch die breite Masse ansprechen, aber ich will einfach nur damit sagen, das sind meine Top 15 und die habe ich natürlich dann so geordnet, wie es mir am meisten Spaß gemacht hat, die mich am meisten begeistert haben. Das war's. Ich glaube schon, obwohl doch nur eine Sache. Ich mache jetzt einfach pro Video, ich mache jetzt drei Videos. Und pro Video dann 5 Plätze, damit es jetzt nicht ewig dauert, bis wir die durch haben, die Top 15. Ja, das war's. Puh, tief durchatmen, es geht los. Und Platz 15 ist bei mir God of War Ascension. Warum nimmt der God of War Ascension rein? Ja, zum Ersten, ich bin ein großer Fan der Reihe. Ich bin auf jeden Fall großer God of War Fan und dieser Teil hat mir auch wirklich wieder sehr, sehr gut gefallen. Wie immer, top Grafik, top Präsentation, super geile Gegner, super spielbar, geile Waffen, schöne abwechslungsreiche Settings, alles wieder am Start. Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, wenn man die anderen God of War Teile kennt, weiß man, was passiert bzw. was nicht passiert. Mini-Spoiler jetzt. Man weiß natürlich zum Beispiel nicht, dass Kratos sterben wird oder ein Auge verliert oder sein... Egal, ich wollte jetzt was anderes sagen. Das weiß man natürlich. Und das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Warum es wahrscheinlich viele nicht so geflasht hat. Klar, ich habe mir jetzt auch was anderes gewünscht. Ich hätte mir jetzt auch gerne ein anderes God of War in einem anderen, kompletten Setting mal gewünscht. Nordische Götter, ägyptische Götter oder was weiß ich, was da noch alles am Start ist. Wie geil wäre es, Kratos gegen Thor kämpfen zu lassen? Wie geil wäre das? Also wie könnte man... Unfassbar. Ich bin auch fest der Meinung, und man muss dafür kein Experte sein oder sowas, ich bin sehr fest der Meinung, dass natürlich ein God of War für die PS4 kommt und ich gehe auch stark davon aus, dass sie dann endlich mal was Neues machen, weil in der griechischen Mythologie ist ja halt einfach nichts mehr zu holen. Nun gut. God of War Ascension, warum habe ich es trotzdem denn reingenommen, wenn es gar nicht irgendwas Neues erzählt? Man muss es mal so sehen, das Spiel, wenn man das Spiel nur so sieht und es gibt jemanden, der kommt jetzt zum ersten Mal zu der God of War Reihe und spielt diesen Titel als allererstes. Und er zockt ihn durch, erlebt es zum ersten Mal mit Kratos durch die Gegend zu gehen und Leute einfach kaputt zu machen, zu zerstören sozusagen. Und erlebt diese geilen Bosskämpfe, diese fette Optiknummer für die alten Konsolen. Und sieht sich das Ganze an und... Also wer danach das durchgezockt hat und danach nicht einfach Bock hat, das Ganze nochmal zu zocken. Auch die alten Fans, so, weißt, wenn du das nochmal erlebst, da hast du einfach Bock, das gleich nochmal durchzuzocken. Und wenn du neu rankommst, willst du einfach die komplette Reihe sofort verschlingen und das ist halt super geil. Das Spiel, wenn man wirklich das nur so betrachtet, ist es wirklich ein richtig gutes God of War, meiner Meinung nach. Ich hatte sehr viel Spaß dabei und ja, kann es einfach nur jedem empfehlen. Und ich muss jetzt gleich diesen Kratos Wutschrei. Ja, wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, zieht euch das Ganze rein. Die ganzen Spiele, die ich jetzt hier erwähne, ich glaube wirklich jedes ist mittlerweile günstig zu haben. Und ich glaube, Ascension auch 20 Euro oder so. Ja,
das war mein Platz 15. Das erste Sony-Spiel, was nicht das letzte sein wird. Man kann sich das schon fast denken. Sony hat 2013 echt, ja, einiges rausgehauen. Platz 14. Ein Ubisoft-Spiel, nicht Assassin's Creed 4, sondern Splinter Cell Blacklist. Warum? Ganz einfach, warum? Auch hier haben wir wieder tolle Präsentation, tolle Optik, super vertont, was auch God of War hat. Und übrigens, genau, ich hab's vergessen. God of War Ascension hat ja auch noch einen Multiplayer. Dazu findet ihr auch, wie zu allen anderen Spielen, die ich jetzt hier erwähne, ein paar Videos zu den Spielen, Let's Plays. God of War Ascension hatte auch einen Multiplayer, der, ja gut, leider nichts mehr war als eine nette Dreingabe. Es war ein wirklich konfuses Gewusel. Es war komplett durcheinander, man hat alles geprügelt, was sich bewegt hat. Es hat schon Spaß gemacht, aber lange Zeit konnte es einen nicht fesseln und es war auch nicht lange Zeit aktiv, das ganze Spiel. Ich habe nicht verstanden, warum die so lange so viele Multiplayer-DLCs da rausgehauen haben. Aber vielleicht haben das noch ein paar Leute gezockt. War ganz nett, aber es braucht es einfach nicht. Das kann man sagen. Na gut. Splinter Cell Blacklist. Wie gesagt, top Optik, super vertont, tolle Präsentation und ein super Sam Fisher. Normalerweise müsste er jetzt schon an Krückstock laufen, aber er war muskelbepackt wie eh und je. Er sah aus wie Bruce Wayne, als hätten sie einfach nur den Skin geändert oder so. Und er war mit seiner Mannschaft unterwegs in einer fliegenden Basis. Das Ganze hat natürlich auch, wie du dich dann mit deinen Teamkameraden sozusagen, mit deinen Kollegen unterhalten konntest. Das hat mich sehr an Mass Effect erinnert. Natürlich nur von der Aufmachung her, nicht von der Qualität. Das muss ich Splinter Cell. Nein. Also an Mass Effect kommt es natürlich nicht ran. Aber an dieser fliegende Basis, wo du dich dann mit deinen Leuten unterhalten kannst, deine Einsätze planen kannst. Und wenn du dann in den Einsätzen bist, macht das Ganze einfach nur Bock. Super schöne, abwechslungsreiche Levels. Und was mir wirklich besonders gut gefallen hat, dieses Spielstile, diese drei verschiedenen, entweder für die Profis. Was heißt Profis? Für die, die es ein bisschen besser drauf haben, der komplette Stealth-Weg, denn wenn man, ihr kennt es vielleicht, die Leute, die es gezockt haben, wenn ihr irgendwann die Armbrust freigeschaltet habt mit den Gaspatronen, dann ist es kein Problem mehr, das Stealth durchzugehen. Selbst für mich war das dann nicht mehr so schwer, abseits vom Let's Play natürlich. Ich möchte nicht behaupten, dass ich im Let's Play so gut war, aber trotzdem war für die auch was geboten, zum Beispiel einfach nicht einen einzigen umschlagen oder sonst was, wirklich an allen vorbeischleichen, komplett Stealth durch sein. Die hatten den Anspruch dann dort. Dann gab es natürlich noch so Mischmasch. Hier verhaue ich mal einen, da lege ich mal einen um, aber bleib überwiegend im Schatten. Oder halt die rabiate Art, einfach reingehen und alles kaputtballen. Das war, fand ich wirklich sehr cool, weil es so gesehen einfach dann alle angesprochen hat. Natürlich, mein Gott, es ist ein Es ist ein Tom Clancy-Spiel, deswegen kann man von der Story jetzt nicht allzu viel erwarten. Aber ja, auch die war natürlich interessant. Man hatte seinen Kollegen Briggs, hieß er, glaube ich. Und die Story hat, wie gesagt, einfach Bock gemacht. Ja. Das kann ich nur empfehlen, ist wahrscheinlich auch mittlerweile ein bisschen billiger. Es hatte noch einen Koop-Modus, zu dem findet ihr auch Let's Play-Videos. Habe ich mit einem guten Kumpel gesorgt. Man kann sich super absprechen, gemeinsam die Leute ausschalten, die Levels bewältigen. Die Scheiße daran ist, und das muss man einfach sagen, es gibt nur eine Figur, einen Levelstrang, die wirklich eine Story erzählen, und die anderen Missionen sind eher so, naja, so eine nette Dreingabe, hier, mach mal da, allein diese Wellenmodus, das passt wirklich nicht zu Splinter Cell. Meiner Meinung nach passen Wellenmodus, also das was passt nicht zu Splinter Cell absolut nicht. Das war auch wirklich das Grottigste an den ganzen Koop-Dingern. Und dann die anderen einfach Levels säubern, das war's. Es gibt leider nur einen Levelstrang, ich glaube der von Briggs.
der wirklich auch eine kleine Story nebenbei erzählt. Das waren auch die besten Missionen. Aber trotz allem macht das Ganze Spaß. Es macht einfach Spaß, mit einem Kumpel da durchzugehen und ja, versuchen natürlich safe zu bleiben. Was man noch hat, ist der Multiplayer. Ja, der ist auch wirklich sehr gut gelungen wieder. Diesmal kam wieder Spy vs. Mercs zurück, also Spione gegen Söldner. Der neue Modus war diesmal 4 gegen 4. Ich glaube, früher war das einfach nur 2 gegen 2, den konnte man auch zocken. Hat auch Spaß gemacht, könnt ihr euch auch ein paar Videos reinziehen. Das Problem auch hier wieder ist, es wurde nicht lange gezockt, wie bei God of War. Was passiert, wenn das nicht in massenhaft gezockt wird? Die Profis bleiben übrig und die fahren dir einfach mal so den Arsch und dass du irgendwann gar keinen Bock mehr hast. Ja, aber für die Zeit, wo noch relativ normale Leute gespielt haben, habe ich den Multiplayer ganz gerne gezockt. Und das hat das ganze Paket sehr gut abgerundet, muss man sagen. Ja, das war Platz 14. Mehr kann ich da auch nicht zusagen. Mir hat Splinter Cell Blacklist wirklich sehr gut gefallen. So. Weiter geht's mit Platz 13. Und Platz 13 hat mich dazu gebracht, letztes Jahr mir eine Wii U anzuschaffen. Und zwar Monster Hunter 3 Ultimate. Ist kein neues Spiel an sich. Ist nur, ja, gut, ich bin jetzt nicht ein Monster Hunter Experte, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Upgrade sozusagen. Eine kleine HD-Version mit ein paar neuen Inhalten zu der alten Wii-Fassung. Aber ich wollte das Spiel unbedingt zocken und ich habe das nicht bereut, mir die Wii U zu holen. Und unter anderem durch dieses Spiel habe ich schon, weiß ich nicht, die 10-fache Spielzeit als mit der Wii nach 25 Jahren oder so. Ja, Monster Hunter 3 Ultimate ist ja ein Spiel eigentlich, was mich sehr anspricht, weil es Inhalte hat, beziehungsweise ein System, ein Gameplay-System und ein Motivationssystem, was mich wirklich sehr anspricht. Im Prinzip geht es einfach nur darum, seinen Charakter, den man hat, aufzubauen. Nicht wie in Rollenspielen irgendwie durch Levels oder sowas, sondern durch die Ausrüstung, die du hast. Was musst du dazu machen? Mission erfüllen. Was gibt's für Missionen? Du sammelst Sachen. Und die interessanteren sind eher, du erlegst Monster. Deswegen Monster, nicht wahr? Ihr wisst. Und das ist im Prinzip schon alles. Du sammelst, du kämpfst, du baust zusammen, wirst durch deine Ausrüstung besser, gehst auf andere Missionen, bekämpfst stärkere Gegner und das war's eigentlich. Ja, das Ganze basiert nur darauf, bessere Ausrüstung zu bekommen und das war's. Mehr ist es eigentlich nicht. Allerdings ist das Ganze so motivierend und es macht so Bock, mit vielen Leuten versuchen, ein riesiges Monster zu erlegen und am besten noch am Ende zu fangen und dann teilt sich alles auf. Und das ist einfach so geil, wenn du zum ersten Mal ein riesiges Monster legst und du feierst dich da ab mit deiner Gruppe und jeder kriegt da seine Sachen heraus. Es ist natürlich immer dann spannend, was krieg ich heraus? Reicht das schon für das nächste Schwert oder nicht? Oder muss ich den nochmal legen? Ach fuck, das war doch so ein Abfuck. Der Kampf hat jetzt eine halbe Stunde gedauert oder länger. Ah Mist, und das ist einfach, das macht einfach Bock, das motiviert einfach. Es hat noch einen Singleplayer, ich glaube, da wird auch eine kleine Story erzählt, aber ich bin ganz ehrlich zu euch, das habe ich nicht besonders weit gezockt. Die Story hat mich auch null interessiert. Ich wollte einfach nur online mit dem Kumpel abgehen und ein paar Monster slashen sozusagen und Ausrüstung zusammensammeln. Und naja, das Ganze ist super geil, weißt du, dass die Ausrüstung, an der Ausrüstung und an den Waffen, siehst du auch noch, was für Monster du erlegt hast. Kannst du natürlich noch ein bisschen rumprotzen, kannst du ein bisschen in die Feuerrichtung gehen oder in die Blitzrichtung, am besten natürlich alles, denn die verschiedenen Monster haben natürlich auch noch verschiedene Elemente, beziehungsweise ja, Elemente einfach, die sie selber benutzen können oder gegen die besonders anfällig sind. Und ja, da musst du halt ein bisschen noch deine Ausrüstung anpassen und das Ganze macht einfach nur Bock und ich weiß nicht, wie lange ich das gezockt habe. Ich habe es nicht durchgezockt, wenn man das so sagen kann, aber irgendwie bist du auch fast, ich glaube, nie so wirklich fertig, weil es gibt immer ein bisschen was Besseres. Irgendwann, dann nach 500 Stunden bist du vielleicht durch. So viel habe ich jetzt nicht gezockt.
Aber ich weiß nicht, ich habe da auch, glaube ich, meine 80, 90 Stunden reingehauen. Und das hat wirklich einfach nur Bock gemacht. Es hat wirklich einfach nur Bock gemacht. Und das war das Spiel, warum ich mir dann eine Wii U gekauft habe. Und ich habe es nicht bereut. Denn ja, mit einem Kumpel oder mehreren, das macht einfach Bock. Man fängt gleich an und baut sich immer weiter auf. Der eine geht in die Richtung. Es gibt dann noch verschiedene Waffentypen. Und ja, es, also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und ich soll es irgendwie nochmal zocken, glaube ich. Und mir fällt gerade auf, ich glaube, das ist das einzige Spiel, wo es keine Videos mehr dazu gibt. Ich habe mal zwei Videos gemacht mit dem Kumpel, wo ich dann das länger gezockt habe. Aber ich glaube, die habe ich wieder entfernt. Deswegen, da zu diesem Spiel müsst ihr euch vielleicht mal woanders umschauen, falls ihr ja ein bisschen Interesse bekommen habt an dem Spiel. Aber ich denke, viele von euch haben zumindest schon mal was davon gehört. Wie gesagt, Platz 13, Monster Hunter 3 Ultimate von Capcom. Fällt mir gerade ein, Capcom. Stimmt. Capcom beherrscht meine ersten 5 Plätze. Das werden wir dann gleich noch erfahren, was die anderen Plätze sind. Und ja, ich glaube, über Monster Hunter habe ich jetzt genug gelabert. Kommen wir direkt zu Platz 12. Auch von Capcom. Eine neue Marke. Und zwar Remember Me. Remember Me ist bei mir auf Platz 12. Ich habe es zwar nicht zu Release gezockt, aber dann ein bisschen verspätet. Und ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Spiel. Denn es macht einfach Bock. Wie soll man das anders sagen? Was ist so toll daran? Naja, erstens, ich find's erstmal gut, dass es eine neue Serie ist. Ich bin immer ein großer Fan von neuen Serien, auch wenn es viele Fortsetzungen hier bei mir in der Liste gab. Das, ihr kennt es ja selber, heutzutage kommen leider nicht so viele neue Serien, weil, Beispiel, Remember Me, die Sachen sich dann oft nicht verkaufen, es lohnt sich nicht. Und um Remember Me ist es wirklich schade, denn erstens das Setting. Super schön, mal was ganz Neues, so ein bisschen im Spielbereich, so oft gab es das nicht. Einfach mal ein kleines Zukunftssetting in Neo-Paris. Super schön Design, das ganze Art-Design des Spiels ist sehr schön gemacht. Es geht um Erinnerungsjäger sozusagen. Es gibt Firmen, die Erinnerung löschen von dir, wenn du Schmerzen hast in der Vergangenheit. Schmerzliche Erinnerung. Und natürlich steckt da ein bisschen was mehr dahinter. Und du spielst Nillen. Ich muss gleich niesen, Alter. Halt dich zurück, Alter. Boah, ich hau dir auf die Nase. Puh. Mein Gott, ich hasse das. Im Video immer. Na gut, wie gesagt. Schön präsentiert das Ganze. Man spielt Nillen. Man ist auch wieder eine starke Heldin in diesem Fall. Es macht einfach Spaß, ihre Geschichte zu verfolgen. Wie sie sich schlägt. Sie wird nicht übersexualisiert, was mal wirklich sehr schön ist in Spielen. Und dabei ist sie auch nicht dumm oder sowas. Sie ist einfach eine taffe Frau, die es wirklich sehr gut drauf hat. Und man verfolgt ihre Geschichte. Es hat natürlich ein paar kleine Kritikpunkte. Das ganze Gameplay. Ja, das ganze Gameplay ist leider... Es nimmt sich viele Spiele zum Vorbild, finde ich jedenfalls. Man kriegt den Eindruck. Kampfsystem, Batman. Das erinnert wirklich sehr an Batman. Du kämpfst nämlich genauso wie in Batman. Beziehungsweise Quadrat und Y und so weiter schlägst du zu. Und machst dann deine Kombos, was ein bisschen neu ist in dem Spiel. Dass du deine eigenen Kombos zusammenstellen kannst. Die einen machen Schaden, die anderen bringen dir Lebensenergie zurück. Und die anderen Fokus, womit du dann Spezialfähigkeiten einsetzen kannst. Und ja, der Knackpunkt ist einfach, es nimmt sich vielleicht Batman zum Vorbild, aber es erreicht nicht die Klasse von dem Batman-Kampfsystem. Bei Batman ist es einfach noch alles ein bisschen flüssiger, ein bisschen geiler, stylischer. Ja, nicht unbedingt, Nillen hat schon ein paar krasse Moves drin, aber bei Batman fühlt sich das einfach ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen flüssiger an, es fühlt sich einfach dynamischer an. Ja, so kann man es sagen. Das Ganze ist auch bei dem ganz normalen Klettern drinnen. Nillen kann auch ganz gut klettern. Nimmt sich da wahrscheinlich so ein bisschen Uncharted als Vorbild oder Tomb Raider. Und auch da sind die gleichen Dinge. Es fühlt sich nicht so dynamisch an. Es fühlt sich nicht so smooth an, wie du von Ecke zu Ecke jumpst.
da ist einfach Nathan Drake einfach, mit dem macht es einfach einen Ticken mehr Spaß, da zu lang zu klettern. Das sind so kleine Kritikpunkte, die man verbessern könnte. Was Remember Me allerdings den anderen beiden Spielen vor, wie sagt man? Was Remember Me den anderen Spielen, was Remember Me anders macht und besser macht, jetzt haben wir es, als die anderen Spiele, sind die, oder ist diese super geile Musik. Die Musik und der ganze Soundtrack in Remember Me ist super geil gemacht. Die Mucke geht ab, die Mucke treibt dich in den Kampf, es macht einfach Bock, zu der Musik zu kämpfen. Die ist wirklich super, super gemacht in dem Spiel. Es macht wirklich, das macht das Spiel besser. Die Musik macht das Spiel wirklich besser, es trägt einfach zur Atmosphäre dazu bei und super geiler Soundtrack. Kann man nicht anders sagen, mir hat das wirklich Spaß gemacht, zu der Musik zu kämpfen, zu der Musik die Cutscene zu gucken und mitzufiebern, was passiert als nächstes und so weiter. Also die Musik bringt das Spiel wirklich voran und das macht wirklich Spaß, dem zuzuhören. Was ein bisschen doof ist zum Zuzuhören, beziehungsweise zum Zuzugucken gleichzeitig, ist ist schlimm, wie unsynchron dieses Spiel ist. Also ich glaube, ich habe noch nie was Schlimmeres gesehen, was asynchroner ist als Remember Me. Die deutsche Vertonung, ja, sie ist okay bis gut. Ja, sie ist okay bis gut. Ist jetzt nicht Weltklasse oder sowas. Aber was schlimm ist, entweder man hört noch nichts, aber die Lippen bewegen sich, oder man hört was und die Lippen stehen still. Es ist schlimm. Es ist wirklich sehr, sehr schlecht gemacht. In diesem Bereich ist es wirklich schlecht und ich verstehe es überhaupt nicht, wie das sein kann. Verstehe ich nicht. Das ist ein bisschen schade, das sieht ein bisschen raus aus den Cutscenes, aber mein Gott, wenn einem das wirklich so sehr stört, man kann es dann auf Englisch spielen und es hört sich wahrscheinlich auch noch einen Ticken besser an. Ja, das zu Remember Me, also wirklich, hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Allerdings, soweit ich gehört habe, hat sich das nicht besonders gut verkauft, was wirklich sehr schade ist. Und ich glaube, es ist sogar unter 1 Million geblieben. Ich glaube, irgendwann habe ich mal 600, 700.000 gehört. Und wenn man sich mal reinzieht, wie viel verkaufte Konsolen es gibt und PC noch dazu, dann ist 600.000 für eine neue Marke kein gutes Argument, um das so weiterzuführen, was wirklich sehr schade wäre. Denn das Spiel hat Potenzial. Es hat, wie gesagt, ein paar Kritikpunkte, aber die kann man natürlich ausmerzen. Naja, vielleicht heißt der neue Titel ja Remember Us oder sowas. Und sie hat ein Kind oder sie hat einen Hund oder so. Das wäre mal was Neues. Ein Hund und ein Bogen. Obwohl, dann wären wir wieder Tomb Raider, aber die hat ja Wölfe. Egal, ich erzähl schon wieder Quatsch. Gut, das war Platz 12, Remember Me. Und kommen wir zu Platz 11 und dem letzten Platz in diesem Video. Auch wieder von Capcom. Es ist schlimm, wenn ich mir mal so die Liste angucke. Krass. Capcom ist gut am Start. Platz 11 ist das einzige Next-Gen-Spiel, was es in diese Liste geschafft hat. Von den neuen Konsolen. Die neuen Konsolen waren 2013 von den Spielen her wirklich schwach. Es ist wirklich sehr schwach. Aber das kann man in einem anderen Video belabern. Was es geschafft hat von Capcom, ich habe es schon gesagt, Dead Rising 3 für die Xbox One ist für mich persönlich das beste Next-Gen-Spiel. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich meine, gut, es sind schon wieder Zombies. Langsam reicht es ein bisschen mit den Zombies. Man hat es schon so oft gesehen. Allerdings geht Dead Rising in dem Bereich einen etwas anderen Weg. Und zwar den mit sehr viel Humor. Wie serientypisch kannst du wieder in einer offenen Welt Sachen sammeln, Monster slashen mit den verschiedensten Waffen und jetzt auch Fahrzeugen. Ich meine, vorher gab es auch schon Fahrzeuge, aber jetzt kannst du natürlich auch besondere Fahrzeuge machen. Mit einer Dampfwalze, mit einem Minibike, mit Maschinengewehren dran und die verschiedensten Waffen. Boah, ich muss aufstoßen, es tut mir so leid. Ist ja ekelhaft. Es tut mir so leid. Oh Gott, ich halte mich die ganze Zeit noch zurück. Wie gesagt, du hast wieder einen riesigen Spielplatz, würde ich sagen. Einen riesigen Spielplatz, kannst dir, wie gesagt,
verschiedenste Fahrzeuge zusammenbauen, verschiedenste Waffen zusammenbauen und was es da wieder an Waffen gibt. Das ist unfassbar. Es gibt Dildo-Kanonen. Es gibt Lampen, also hier, wie heißen die? Ampellampen, wo du Blitze rausschießen kannst. Es gibt, was weiß ich, es gibt über 100 verrückte Waffen. Eine geiler als die andere. Es macht einfach nur Bock. Es macht einfach nur Bock, immer wieder neue Waffen zu finden, mit denen die nächsten Zombies wegzuhauen und aufzuleveln, neue Fähigkeiten zu nehmen. Und ich weiß nicht, dazu noch der ganze Humor. Die ganze Story kannst du natürlich null ernst nehmen. Die ist auch nicht besonders krass. Die ist jetzt typisch zombie-mäßig ausgelutscht bis zum geht nicht mehr. Aber gut, ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die Dead Rising spielen wegen der Story. Die wollen es einfach vielleicht sogar im Koop erleben, was wahrscheinlich noch ein Ticken lustiger ist. Und sich dann gegenseitig mit Dildos verkloppen oder mit Laserschwertern und sich dazu komische Kostüme anziehen. Dieses Spiel ist wirklich einfach nur abgedreht und es macht wirklich riesigen Spaß, die Welt zu erkunden. Gut, man muss, so ehrlich muss man schon sein, die Welt an sich, die Stadt, die man da hat, die ist jetzt nicht die geilste Open-World-Stadt, die du jemals gesehen hast. Ich spreche genau dich an. Natürlich nicht. Das muss man schon sagen. Die Stadt ist eher mittelmäßig, sagen wir mal, im Open-World-Bereich. Aber so viele Zombies auf einen Haufen und du flügst da durch und haust dann einfach mal in Sekundentakt 30, 40, 50, 80 Zombies weg. Oder je nachdem, wenn du vielleicht so eine riesige Bombe hast, machst du einfach mal 780 platt oder was weiß ich. Also du hast da übelste Möglichkeiten, dazu noch die verrückten Psychos. Ja, was haben wir da? Ich erwähne jetzt nur extra 1, 2, weil das ist wirklich, finde ich persönlich, fast mit das Geilste, die Psychos. Die schwanken zwar von der Qualität her, aber was haben wir da zum Beispiel? Eine auf Steroid getriebene Muskelbraut, die sich einfach mit ihrer 200 Kilo Hantel weghaut. Oder wir haben einen verrückten Asiaten, der mit seinem Doppelschwert dich versucht wegzuhauen und so weiter. Und noch viele andere, die ich, wie gesagt, jetzt nicht spoilern möchte, denn das ist wirklich ein großer Reiz an dem Spiel. Und ja, wie gesagt, für mich persönlich der beste Next-Gen-Titel 2013. Klar, es reißt jetzt grafisch keine Bäume aus. Mich hat's nicht gestört, es sah für mich gut aus und wenn man die Massen an Zombies bedenkt, hat es schon ganz gut Spaß gemacht, ja. Ich hatte meinen Spaß und ja, deswegen ist das bei mir auf Platz 11, denn ich habe erst überlegt, nehme ich überhaupt einen Next-Gen-Titel rein, weil die haben mich echt letztes Jahr, die haben mich wirklich enttäuscht. Da waren zwar ein, zwei gute dabei, aber echt, schade, da wäre mehr drin gewesen. Naja, wie gesagt, Dead Rising 3, auch dazu findet ihr ein Let's Play. Ich verlinke einfach mal alles in der Videobeschreibung nochmal zu den einzelnen Spielen. Und da könnt ihr euch dann gerne ein Bild machen, falls euch das jetzt Interesse gemacht hat an den Spielen, dann schaut da einfach mal rein, wenn ihr mögt. Und ansonsten war es das für das erste Video, für die Top 15. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall war, ja, gerne auf jeden Fall mal ein Like da lassen. Würde mich sehr freuen, denn, na gut, so schnell ist das Video auch nicht gemacht. Ihr seht ja, wie lange das dauert. Deswegen würde ich mich sehr freuen. Zu den einzelnen Titeln, die genannt worden sind, auch gerne eure Meinung. Würde mich sehr freuen. Und beim letzten Video könnt ihr dann, also Platz 5 bis 1, könnt ihr dann auch mal gerne eure reinschreiben. Eure Top 15 oder Top 3 oder so. Oder macht das hier, wie ihr möchtet. Ich würde mich sehr freuen. Beteiligt euch, lasst einen Daumen da. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören besser gesagt. Und man hört sich dann beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.